So, ich muss jetzt zwischendurch mal eine neue Folge machen, damit ich nicht weiß, weil ich nicht genau weiß, wie weit die ist. Jetzt geht's weiter. Ja, wir gehen nämlich hier jetzt durch. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Ja, was ist das hier? Tauchen? Gut, tschüss. Ist die Yoshi mir jetzt eigentlich gefolgt? Nö, nee, scheinbar nicht. Da unten ist er. Oh. Poppy? Schön, dass ich nicht mehr rauskomme jetzt. Herzhaft? Jetzt. Da, der ist weg. Fertig. Ach, die hat jetzt so ein Ding eingesetzt hier. So, ach, da oben wäre ich weiter rausgekommen. Okay. Wir gehen mal da weiter. Ein oder zwei Regel. Was habe ich? Ich habe es jetzt so schnell nicht lesen können. So,
Warte, wir waren doch hier schon mal. Ich muss jetzt gerade nur gucken. Genau, dahin ist der Weg mit der Motte. Nee, warte mal. Wir müssen. Ist das richtig hier? Ja? Warte mal. Okay. Und Tops, wir gehen wieder auch. Jetzt muss ich noch gucken, wo wir hier lang müssen. Frage, komme ich hier überhaupt irgendwie? Ja. Bisschen Geld gefunden, ja. Tipptam-Blätter. Ach, hier ist wieder eine Motte. Wir können ja die Motte hier von hier mitnehmen. Du gehst jetzt auch wieder runter? Es wäre schön, wenn du da mal bleiben würdest. Ach, warte mal, vielleicht müssen wir da was drauf schießen, oder? Das ist einfach so Mathe. Ach, warte mal. Dass da eine zweite ist, auf der anderen Seite habe ich gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir die. Okay, warte, ich habe eine Idee.
Jetzt müssen wir nur... Hab dich. So, jetzt haben wir die weg. So, die Brücke ganz oder verschwindet jetzt nicht, das ist schon mal gut. Warte mal, da. Sesam, öffne dich, kleine Tür. Du hast es geschafft. Rebellion. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Geschichte. So. Weiter, oder? Ja. Da ist sie drin. Ja, ich hab schon gesehen. Ganz deiner Meinung. Dann gehen wir mal auf Tauchstation, wa? Und tschüss. Merlin, aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Mondschein. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Okay. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Na gut. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Es hat besser mit Schnatzern zu tun. Es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen.
Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Dann machen wir das doch. Ups. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Natürlich kann ich da nicht rein. Ich habe die Ecke nämlich nicht gesehen. Schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. So, pack mal den Motor mal rein. Kein Mondkalb. Ganz viele Mondkälber. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? Nö. So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin, ich... Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Okay. Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Wir ermutigen. Ich hätte auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt. Aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Stimmt, ja. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen.
Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Nimm mal mit. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Okay. Na gut. Ich bin bereit, wenn du es bist. So, der Tower und der Stein ist abgeschlossen. So, wir haben ja leider noch ein bisschen was an Dings. Aber bin ich schon Level 28? Ich habe noch nicht. Ich will zumindest mal 28, 29 sein, um den Dings herauszukriegen. Immer noch 27. Jetzt fehlen noch ein paar IP. Jetzt kurz mich hören. Vielleicht kann ich auch nicht Avada Kedavra machen. So, warte mal. Mit dem Ausrüstung, sonst machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Also, das mache ich offscreen und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir uns dann noch antun. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch die Fokussierung. Wir haben noch das Schatten des Relikt. Das können wir nicht machen. Also, wird es wahrscheinlich eher die Fokussierung werden in der nächsten Episode bei Let's Play Hogwarts Legacy.